Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, die sind fertig. Wir haben gestern, den Mantis gekillt. Und heute war ja erst die Überlegung, dass wir die Wespenkönigin holen oder den Wespenkönig, keine Ahnung, was auch immer. Dafür würde ich aber jetzt erst ganz am Anfang erstmal in den Teich gehen und nochmal Muskelsprosse farmen. Dass wir noch ein paar Heiltränke mehr machen können. Weil ich habe keinen Plan, wie viel Schaden die jetzt hier auf normal macht. Oh, die reichen auch nicht mehr. Ja. Da werden wir uns mal rein versuchen, wie wir das am besten hinbekommen. Ich habe mir den Wespen-Snack jetzt auch noch mal dupliziert. Das heißt, da werden wir noch mal probieren. Das heißt, wenn wir es einmal nicht schaffen, ist es nicht ganz so tragisch. Aber, ja, wie gesagt, Taucheranzug mitnehmen. Und mir gehen nochmal Muskelsprosse holen, dass wir noch ein paar Heiltränke mehr machen können. Stopp, du bleib mal hier. Dich brauche ich doch. Blades Vieh. Komm da runter. Ja, das zählt natürlich nicht. Na super. Also, erstmal in den Teich, bis sie schwimmen gehen. Und dann, je nachdem, wie wir Zeit haben, werden wir vielleicht bei der Wespenkönigin mal reinschauen. Ob wir sie schaffen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, die hat Probleme mit Salz. Und ich glaube, Stechen und Hacken war eine Resistenz von ihr. Das heißt, oh, eigentlich würde ich sie mit der Armbrust holen, weil wenn die alles um einen rumfliegt und ne, ist blöd mit anderen Mitteln zu kriegen. Aber wir probieren ein paar Sachen aus und mal gucken. Wir könnten rein theoretisch auch. Ah, da müssten wir nochmal in den Sandkasten. Das ist nämlich das. Ich würde ganz gern lieber erstmal ein bisschen vorbereiten. Aber. Na, ich glaube, heute machen wir das einfach mal. Wir holen uns jetzt schnell die Tränke und dann springen wir da rein bei der und gucken uns erstmal an, was die für einen Schaden macht, wie wir am besten dagegen vorgehen können. Vielleicht kriegen wir sie ja platt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann haben wir sie zumindest gepiept und, sehr schön. Dann haben wir sie zumindest gepiept. Und danach könnten wir uns weiter vorbereiten, das heißt, einen Weg in den Sandkasten gehen, gucken, ob wir da vielleicht das Salzamulett bekommen. Das wäre nicht schlecht. Weil das würde auch nochmal was bei ihr ausmachen. Wenn wir. Weil so direkt eine Salzwaffe habe ich jetzt keine. Außer, ich glaube, das Ameisen-Großlöwen-Schwert-Dingens-Gedöns. Mich verarschen. Wird jetzt nicht telefoniert. Mann! So. Eieieiei. So, dann mal gucken gehen. Da haben wir die Dingens, das heißt, da müsste die Kuppel sein, ja. Das Spinnchen, geh mir nicht auf den Keks, ey. Ich brauch doch nur Muskelsprosse. Das mit dem Muskelspross anpflanzen, naja, was soll man sagen? Kann die mir hier eigentlich hinterher schwimmen? Das hatte ich zum Beispiel auch noch nie. Mal gucken. Kommt halt auch nicht viel raus, ne? Und hier sind auch noch keine. Okay, dann kommen wir gerade wieder zurück. Ist blöd. Also die Muskelsprosse macht wirklich nur Sinn anzupflanzen, wenn ihr auch das verdorbene Futter damit reinfuttert. Ja, genau, reinfuttert. Ja, reinfeuert. Weil dann habt ihr die Chance, dass da die großen Sprosse wachsen, wo ihr dann mehr rauskriegt. Ansonsten. Ja, müssten wir eigentlich ein riesen Beet hinbauen, wo 500 Stück drin stehen, dann wäre es auch rentabel. Das wäre halt auch eine Überlegung. Wir könnten rein theoretisch noch ein paar Dinger mehr hinstellen. Weil wenn ich jedes Mal 30, 40 Stück da rausernten kann, wäre es auch nicht schlecht. Das kann ich ja vor den Aufnahmen machen. Das muss ja nicht während der Aufnahme laufen. Komm, wir wollen schnell sein. So, dann würde ich sagen, machen wir das ganz easy heute. Wie gesagt, kein Plan, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Wir haben zweimal die Möglichkeit, die Wespe zu klatschen.
Das heißt, beim ersten Versuch könnten wir sie piepen und wenn wir sterben, sind wir gestorben. Aber beim zweiten Versuch sollte die tot gehen. Dann, wie ihr sehen könnt, die Kletten sind wieder da. Gestern kam ein kleiner Patch raus, wo sie ein paar Sachen wieder behoben haben. Dazu muss ich gucken, dass ich da nochmal ein Patch-Note-Video mache. Nur zeitlich gesehen bin ich da noch nicht dazu gekommen. Weil wir hatten gestern die Little Things-Folge aufgenommen, weil das am Montag nicht hingehauen hat. Während der Aufnahme kam der Patch raus, das heißt, da konnte ich auch nicht gleich reagieren. Deswegen habe ich auch nur einen Beitrag als Information für euch rausgegeben. Aber wie man sehen kann, überall stehen wieder Kletten. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr schön. Das ist schon wieder gut. Dann müssen wir auch Pilze farmen gehen. Schon wieder eine Feder. Ich habe doch erst hier, direkt vor der Aufnahme, hatte ich 4 Federn hier vorne liegen gehabt. 4 Stück. So, dann nehmen wir die auch gerade noch mit. Haben die vielleicht was mit den Federn auch wieder geändert, was auch wahrscheinlich nicht in den Notes steht? Keine Ahnung. Also hier könnte ich bald Federdächer bauen. So viel Federn, wie ich mittlerweile habe. Naja. Dann, genau, was auch noch ist. Es kann natürlich sein, dass heute die Folge ein bisschen später kommt. Weil ich heute schon spät dran bin. Ich weiß halt nicht, wie lange es dauert mit dem Umwandeln. Das ist immer so ein Glücksspiel. Mal dauert es 10 Minuten, mal dauert es 20 Minuten. Kommt natürlich auch auf die Folgenlänge drauf an. Ich muss mir bald mal einen weiteren Kühlschrank bauen hier. Ach du Heilige, ist ja alles voll. Ach du Heilige. Na gut, dann packen wir hier mal unser Gedöns weg. Die 3 Läuse würde ich vielleicht so mitnehmen als Heilung. Könnten noch mal ein paar Pfeile mehr machen. War ja auch noch der Plan. Das machen wir jetzt auch. Das sollte gehen. Wir haben ja Fusseln. Ja, ihr wisst, was ich meine. Gedöns mitgebracht. Splitterpfeil. Jetzt haben wir 107 Stück. Also wenn das nicht reicht, um so eine Wespe klein zu kriegen, dann weiß ich es auch nicht. Den könnte man mal leer machen und wieder durchfeuern lassen. Was haben wir denn viel da? Ich muss wieder Spinnen klatschen gehen. Termiten. Ach komm, machen wir mal Termiten. Die brauchen wir eh nicht. So, dann. Das war jetzt unten des Gedöns. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Muss ich jetzt nichts unnötig reparieren. Die würde ich halt ganz gern nochmal hochleveln. Was fehlt mir denn da noch? Weil mehr Schaden ist immer gut. 2 mächtige, ach nee, 8 mächtige Juwelen. Ach du Heilige. Ah ja, ja, ja. War ja klar. Und, ne? Können wir noch Schleifstein, der oberste, herstellen? Haben wir dafür noch? Wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir erst das Schmecktor machen, dann können wir sie. Ah, 3 Stück können wir machen. Das hätten wir schon 5. Ne, 6 haben wir. 6 haben wir. 2 kostet, also 3 könnten wir herstellen, wenn wir die noch haben. Also das ist auch nicht viel. Also wird es mit dem Armbrust hochleveln jetzt nichts. Dann würde ich sagen, ja, dann holen wir uns einfach mal Heilung. Heilung, Heilung. Nehmen wir alles mit, was wir haben. Nochmal trinken. So. Das heißt, die da runter und machen wir uns die Läuse da runter. Nehmen wir noch ein paar Läuse mehr mit. Nutzen wir die als Heilung. Ja, würde ich sagen, wir probieren es einfach. Entweder wir sterben oder wir sterben nicht, ne? Wird einfach ausprobiert. Das Salzamulett wäre halt noch geil. Dann ist der nächste Plan, Pilze sammeln, dass wir so langsam die Javamatic-Maschine machen können. Haben wir noch irgendwas? Ich überlege gerade, mit denen hier dazu nehmen. Ach komm, nee. Ach, hier ist außerdem der, ne? Der Pilzamulett. Das hat es jetzt auch mal gegeben. Das kann eigentlich verschrottet werden. Ich brauche ja nicht alles doppelt und dreifach hier. Das ist Singleplayer, ne?
Gut, Läuse wollte ich noch mitnehmen. Läuse, Läuse, Läuse. Was habe ich denn eigentlich hier alles für ein Gedöns drin? Hier haben wir sogar noch Salz drin. Okay. Könnten wir vielleicht noch was hochleveln? Ach komm, nee. Also, fertige Läuse mitnehmen. Warte mal noch mal kurz. Machen wir uns noch ein paar fertig. Nehmen wir die einfach als Heilung. Haben wir halt volles Inventar, aber die sind schnell weggesnackt. Kann ich ja auch essen, wenn der Magen voll ist. So, ein Ziel ist es. Sollte ich sterben, diesmal werde ich wahrscheinlich nur einmal laden. Je nach Zeit. Und ansonsten haben wir sie wenigstens gepiept. Das ist auch schon mal was. Und dann kann ich mich mit dem zweiten Snack vorbereiten. Also ich glaube, ich hatte jetzt einen zweiten, ne? Ja, da liegt noch einer. Eieieiei. Ich hoffe ja, dass ich sie einfach klein kriege und fertig ist die ganze Geschichte. Und da ich ja hier nicht aufs Bauen ausgelegt bin, muss ich die Wespe auch nicht fünfmal killen oder zehnmal. Da reicht es einmal, alles gemacht und gut ist. Und ich gehe eh davon aus, dass wir hier die 100% nicht schaffen. Weil die haben schon wieder so viel hier drin geändert. Man braucht ja mittlerweile, glaube ich, auch alle Scaps. Und das ist hier jetzt nochmal alles abrennen, punktgenau, um gucken, was noch fehlt, wird wahrscheinlich nichts. Also ich schätze mal, vielleicht kriegen wir unsere 95%, 98%, aber die 100 glaube ich nicht. Man kann es probieren, aber mal gucken. So. Das heißt, wir haben sogar eine Seilbahn dahin. Also zumindest fast. Ich hätte noch Ton mitnehmen können. Dann hätte ich nämlich mal probiert, ob man sich auch den Robo hochbauen kann für den Zahn. Und ich klopfe schon den ganzen Tag Pusteblumen hier in der Hoffnung, dass ich auch das Amulett noch krieg. Aber nö. Aber schön, die Kletten sind wieder da. Das ist schon mal geil, weil müssen wir dann auch farmen, weil die Javamatic würde ich gerne mit Klettenböden und Pilzziegeln einbauen. Die haben so die höchste Haltbarkeit, also nicht ganz die höchste. Aschemauer wäre natürlich noch besser. Aber wie lange wollen wir denn Asche, Kohle farmen, dass wir, bis wir das alles eingebaut haben? Und in Flauschig haben wir ja auch gesehen, da war das richtig easy zu verteidigen. Und ich hoffe, dass es hier in War, in Normal nicht allzu viel mehr ist. Also da müsste es mit Pilzsiegeln auch funktionieren. Wenn wir noch ein paar Fallen noch rundherum stellen und ein paar, wir könnten auch ein paar Geschütztürme hinbauen und die Feuergeschosse nutzen. Müssten wir aber auch wieder Kohle farmen, glaube ich. Muss ich mal kurz reingucken. Da muss ich mal kurz reingucken. Weil das wäre vielleicht auch geil. Kohlerost und Kochdrüsen. Das wäre auch nochmal eine Überlegung wert. Ich habe eher so das Gefühl, dass wir das jetzt nicht schaffen mit der Wespe. Weil wir sind da zu schlecht vorbereitet. Ich hätte irgendwas mit Salz an Waffen haben müssen. Salzpfeile, ja, aber auch nicht wirklich. Die machen nicht viel. Ist halt auch schwierig, weil die fliegt ja alles oben rum. Und ich glaube, die macht auch den Giftschaden, war da mit drin. Das heißt, wir lassen mal die Giftresistenz mit an. Stopp. Toll, die fällt da jetzt runter. Oder auch nicht. Mir fehlen doch nur noch zwei. Dann haben wir nämlich wieder Punkte. Sehr gut. Und die Witwe müssten wir auch killen. Oh, da hat mir sogar die Carmen hat mir einen schönen Tipp gegeben bei der Witwe. Soweit hätte ich auch mal denken können. Da gibt es einen Trick, wie man die hier drinnen ganz easy farmt. Und zwar. Warum springe ich eigentlich bei dem Chip immer da runter? Da kommt man doch auch so dran. Aber egal. Toll. Wo muss ich denn jetzt lang? Da. Kann ich euch gleich erklären? Ich hoffe ja, dass ich es richtig erkläre. Also, Carmen, wenn du das siehst, kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das richtig ist, was ich da. Ja. Ja, die sind besser mit dem Katana zu killen, die Mistviecher. Und noch besser wäre es, wenn ich mal Licht anhab.
machen ganz guten Schaden. Komm, dann futtern wir jetzt mal den ersten. Viel Heilung ist es nicht. Also, die Witwe muss man wohl rauslocken und dann, ich glaube, hier unter die Bücher gehen. Ich denke mal, man könnte sich hier hinstellen, könnte sie dann ganz wegfeuern, weil da kommt sie nicht durch. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man sie klein kriegen könnte. Und vorher die ganzen Kleinen rauslocken natürlich. Das könnten wir dann auch mal ausprobieren. Also wir machen jetzt einmal die Wespenkönigin, wenn wir sie schaffen. Das ist halt die Voraussetzung. Sind die alle wieder nachgespawnt? Och Mann, blöde Mistviecher. Ja, Ausdauer leer. Komm her. Ach, bis mir bei der Wespe sind sie immer tot. Oder haben schon keine Heilung mehr. Die spawnen hier drin aber ganz schön schnell nach, weil ich glaube, ich habe jetzt erst nur einmal oder vielleicht höchstens zweimal geschlafen. Und die sind auch schon wieder alle da. Aber ich glaube, die hole mir jetzt nicht. Wir versuchen da einfach dran vorbeizurennen und hoffen, dass wir da irgendwie... Wir probieren es einfach. Die sehen mich nicht. Oh doch. Wo ist meine Pusteblume? Ich hab die doch gezogen. Was war denn das jetzt für ein Käse? Ja, super. Fängt ja gut an. Wo ist das Mistvieh jetzt? Toll. Da ist die Heilung gleich leer. Wir speichern mal schnell hier unten. Wo war jetzt die Pusteblume? Warte mal, der hat doch wieder nett. Der hat doch wieder nett gespeichert. Wieder nett. Was macht der denn hier? Guckt euch das mal an. Der speichert nett. Was wir mal probieren könnten, wir können die mal löschen. Spinnenhöhle ist lange vorbei. Jetzt machen wir nochmal speichern. Oh oh. Nee, der speichert nicht. Das ist natürlich jetzt richtig blöd. Haben die jetzt durch den Patch das Speichern kaputt gemacht? Wir versuchen einfach nochmal schnell durchzukommen. Ja, ihr mich auch. Hey. So, ich hoffe ja, dass sie jetzt hier nicht nachkommen. Doch, sie kommen hier rein. Aber hier kriegen wir sie eigentlich ganz easy weg. Hoffe ich zumindest. Blöde ist natürlich auch bei der Wespenkönigin, die heilen sich, ne? Aber wir kriegen Giftschaden. Das heißt, wir machen die Giftmutation mit an. Das gibt's doch jetzt nicht. Das ärgert mich gerade mit dem Speichern. Probieren wir es nochmal. Speichern. Speichere Spiel. Überschreiben. Was macht er da? Der geht alle Speicherstände durch, nur nicht.
Schluss sind alle weg, ja? Können ja mal probieren. Ja. Das ist jetzt blöd. Weil dann muss ich hier rein, um meinen Rucksack zu holen. Das ist jetzt richtig blöd. Wir haben nämlich auch kein Bettchen in der Nähe. Ich glaube, dann macht es keinen Sinn, jetzt hier zu sterben. Dann lieber besser vorbereiten, wenn wir nämlich nicht speichern können. Das ist ein bisschen Kacke. Dann holen wir jetzt die Witwe. Und dann muss ich direkt eine Fehlermeldung gleich rausschicken nach dem Video. Weil das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, dass wir nicht mehr speichern können. Oder ich mache hier mal ganz kurz einen Cut. Ja, das mache ich jetzt. Ich mache hier jetzt kurz einen Cut. Starte Grounded einfach nochmal neu. Nee, ich habe Angst, dass es nicht speichert. Ja, wenn das nicht speichert, dann. Oh. Ist ja dann richtig Kacke. Richtig, richtig Kacke. Ich will so eine kleine haben. Ach komm, wir versuchen die einfach jetzt. Kommt die hier noch durch? Ja, die haut durchs Buch. Na, ganz so gut funktioniert die Idee mit dem Buch auch nicht. Oder zumindest bei mir nicht, oder ich stelle mich zu blöd gerade an. Ey, das gibt's doch nicht. Ich glaube, du hast sie doch nicht all. Ach. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt sind nur die Wespenteile alle weg. Das ist trotzdem nicht gut. Oh, das mit dem Speichern, das stört mich gerade richtig. Das stört mich ganz gewaltig gerade. Ist halt jetzt auch die Frage, wenn ich hier irgendwas drin mache und das Spiel verlasse, speichert er dann? Speichert er nicht? Weil das wäre dann auch ein Problem. Stellt euch mal vor, ich mache jetzt in der Folge alles platt hier oben, bupp, und starte dann morgen die zweite Folge und dann ist wieder alles da und nichts gefarmt oder sonst irgendwas. Das lässt mir halt jetzt gerade keine Ruhe. Das würde bedeuten, wenn das mit dem Speichern wirklich ein Problem gerade ist, würde die nächsten Tage Grounded ausfallen. Weil dann bringt es nichts. Es bringt ja nichts, jeden Tag wieder auf Neues reinrennen, irgendwas farmen. Und der nächste Tag ist es nicht da, weil es nicht gefarmt ist, weil es nicht gespeichert ist. Das muss jetzt mal rausgefunden werden. Also da, auch wenn ihr das Problem habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall jetzt gleich noch an Obsidian übermitteln. Das ist gar nicht gut. Oh. Drückt mal die Daumen, dass es zumindest beim Spiel beenden speichert. Weil sonst haben wir die nächsten Tage kein Grounded, bis das behoben ist. Weil dann bringt das nichts, müsst ihr auch verstehen. Es bringt ja nichts. Stellt euch vor, ich mache jetzt piep jetzt alles, mache den Java-Matic fertig, nur mal blöd gesagt. Und der nächste Tag gehe ich rein und der Java-Matic ist nicht gemacht. Das bringt ja überhaupt nichts. Weil ich ja dann immer nur mit dem letzten Speicherstand weiterspiele. Jetzt ist eh die nächste Frage, weil durch das Rumgeklicker hat er einen riesen Durcheinander gemacht. Ist die Frage, wo ist jetzt mein letzter Speicherstand?
Oh. Ah, haben wir die wenigstens. Shit. Ja, das ist jetzt richtig kacke. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch das Problem habt. Oh. Den nehmen wir mal mit. Hat ich den nicht schon beim letzten Mal geholt? Das ist halt eine Sache, das müssen die ganz schnell patchen. Ganz, ganz schnell patchen. Weil, wie gesagt, dann da macht es ja gerade keinen Sinn zu spielen. Oh, die sitzt immer noch da. Aber da kann sie mir nichts machen. Ich glaube, hier kommt sie nicht durch. Mit 100 Pfeilen kriege ich die Kleinen, das wird. Warte mal, Mutation. Nehme die mal raus. Machen die rein auf jeden Fall. Dass es ein bisschen mehr Schaden gibt. Ah, das hat wahrscheinlich die Kamen gemeint, dass man die bis hierher zieht, weil hier kommt sie nicht rein. Alles gut. So kriegt man wenigstens die schwarze Lippe. Ich hoffe nur, dass das mit dem Speichern funktioniert. Das geht mir gerade so richtig auf den Zeiger. Oh oh. Dann müssen wir uns auch überlegen, sollte das mit dem Speicher nicht gehen, müssen wir uns zusätzlich auch überlegen, was wir streamen jetzt abends. Weil dann würde, wie gesagt, Grounded erstmal wegfallen. Auch ist wirklich schade, aber es macht ja dann wirklich keinen Sinn. Das muss ich jetzt gleich testen, wenn ich hier die Aufnahme fertig habe, das Spiel verlasse. Wo dann mein letzter Speicherpunkt ist. So, und wo ist mein Rucksack? Ist die nächste Frage. Zumindest muss der hier irgendwo liegen. Ach, da. Komm, dann futter eine Laus. Ey, das ist jetzt aber richtig blöd. Richtig, richtig blöd. Man hört sie überall krabbeln, aber gesehen habe ich nur eine. Ja, dann tut es mir wirklich leid, dass heute hier in der Folge nicht viel passiert ist. Aber ihr seht es ja selbst, das ist so momentan nicht gut. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass die Kletten da sind und bringen die Kletten nichts. Dann hätten sie auch wegbleiben können, aber lieber das Speicherproblem behoben. So, was ist, wenn ich jetzt auf Speichern gehe? Obere Rasen. 20.05. Das passt nicht. Wir haben ja heute 24. Und speichern tut er nix. Oh oh. Oh oh. Boah, nett, dass er mir die Speicherstände jetzt gecrashed hat und ich jetzt 4 Tage zurückliege.
Deswegen, ich renne jetzt heim und gehe erstmal schlafen, weil schlafen löst meistens nochmal ein Speichern aus. Meistens. Und der Autosave ist hier neben auch noch nicht eingeblendet gewesen. Och Mann, jetzt hatte ich Großes vor heute mit euch hier. Wir hätten die Wespenkönigin mal kurz machen können oder sonst was, aber das macht ja dann keinen Sinn. Das ist ja. Puh. Ich glaube, mir hat vor Tagen schon mal jemand was geschrieben gehabt, dass er Probleme mit dem Speichern hat, dass er sich alle Save-Games gelöscht hatte oder so irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch dieses Problem ist, weil dann wäre es ja schon vor dem Patch und das war ja bei mir noch nicht der Fall. Geh mir nicht auf den Keks, ich will heim. Da werden wir jetzt mal gucken, wenn ich schlafe, ob das speichert. Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit. Fünf weiße Zähne und drei goldene, weil da kann ich mich jetzt orientieren, ob ich gespeichert habe oder nicht, wenn ich jetzt gleich wieder starte. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Automatisches Speichern. Jetzt testen wir mal kurz, was ist, wenn wir auf Laden gehen. 24.05. Also, es scheint gespeichert zu haben. Es scheint gespeichert zu haben. 16.33 Uhr. Na, da seht ihr auch schon die Uhrzeit. Deswegen heute, Video kommt später. Er hat es gespeichert. Aber wir können in-game nicht speichern. Das ist die Funktion kaputt. Na gut, dann seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Ihr kennt ja das Spielchen, ne? Und schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr das Problem auch gerade habt oder ob das jetzt momentan nur bei mir ist. Und da werde ich jetzt gucken, dass ich so die nächste halbe Stunde die E-Mail an Obsidian schicke, dass die da sich drum kümmern. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge, wenn alles soweit geht. Bis denn und tschüss.